Hey, ihr kleinen Honigbienen auf YouTube. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hunter Cove Soweit hier mit eurem Captain Dax. Wir spielen heute Silver Ridge Peaks. Schon lange nicht mehr gespielt, die Map. Und wir gehen ein bisschen spazieren und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Let's go! So, tatsächlich ist Silver Ridge Peaks eine der besten Maps für The Hunter. Und ich habe auch schon viel Silver Ridge Peaks gespielt. Leider seht ihr gerade, dass ich nicht wirklich jeden Aussichtspunkt eingenommen habe, nicht jede Hütte eingenommen habe. Und das müssen wir heute unbedingt ändern. Das werden wir jetzt in einer Folge nicht ganz schaffen, gehe ich von aus. Aber wir gehen ein bisschen spazieren und werden es zumindest versuchen. Also Silver Ridge Peaks ist eine der Maps mit der höchsten Tierdichte. Also gefühlt. Ich weiß nicht, wie es an Zahlen aussieht. Habe ich nie wirklich mir Berichte zu angeschaut oder verglichen. Aber gefühlt sind hier die meisten Tiere unterwegs. Und genau das meine ich halt. Zack, wir haben schon Warnruf Dickhornschaf. Müssen wir natürlich gucken. Ist das Vieh schon weg oder können wir das noch schießen? Da ist es. Da ist es. Das Dickhornschaf. Es ist aber umherziehend. Es ist noch nicht auf der Flucht. Aber es war halt sehr schnell unterwegs. Da ist natürlich die Frage, ob wir das jetzt überhaupt noch sehen oder nicht. Oder wie auch immer. Rumpfschrei ist schon mal gut. Ist schon mal gut. Sehr gut. Okay, das ist kein Dickhornschaf. Aber das steht auch auf meiner Abschlussliste. Ein schöner Truthahn. Ist noch ein Truthahn. Schauen wir uns erstmal den ersten hier an. Der ist Gold. Schön. So, was haben wir hier für einen? Der ist auch Gold. Top. Oh, oh. Maultierhirsch. Schön. Ah, da weiß ich nicht, ob ich den gut getroffen habe. Das könnte auch voll in die Hose gegangen sein. Ja, der ist immer noch nicht tot. Ich glaube, ich habe den schlecht getroffen. Ich glaube, ich habe ihn zu sehr in die Körpermitte geschossen. Was ist denn heute hier los? Können die alle super dodgen oder was? Wow, okay, okay, okay. Der hat auf jeden Fall Bock auf mich. Habe ich ihn gut getroffen? Ich glaube nicht. Gar nicht getroffen. Hab den gar nicht getroffen. Lol. Was ist hier los? Was? Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Okay, hier liegt der Maultierhirsch. Ja, leider. Nur Bronze, kein lebenswichtiges Organ verletzt. Ah, ja, ja, ich ahnte es, dass ich zu sehr in die Körpermitte geschossen habe. Richtig schön. Muskel, Darm, Magen. Schade. Sehr, sehr schade. Dickhornschaf. Das haben wir gut getroffen. Top, das gucken wir uns gleich mal an. Da liegt unser Schaf. Silber 97,6, ab 132 fängt Gold an, also ist gerade so Silber gewesen. Schöner Lungentreffer, top. Macht eine schöne Figur. Macht eine schöne Figur. Falls ihr euch übrigens nochmal die Killscreens angucken wollt, nochmal genau nachschauen wollt, mit welcher Waffe habe ich da geschossen, auf wie viel Meter und wie habe ich das Tier getroffen,
dann kommt auf meinen Discord. Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Und im Channel erlegt es auf meinem Discord, poste ich alle Stream-Abschlüsse, alle Abschlüsse aus den Videos. Könnt ihr euch alles nochmal anschauen. Und im Channel erlegt es Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren, eure Dias, eure besonderen Farben, was auch immer. Kommt einfach vorbei und wir haben ein bisschen Spaß zusammen. Ist doch wirklich ein herrliches Panorama hier, oder? Das ist wirklich krass. Sehr, sehr gut. Da haben wir einen Bock. Sehr schön. Direkt auf dem Weg. 50 Meter. Top. Sehr gut. Nehmen wir noch einen. Also ich weiß nicht, zur Zeit treffe ich im Drive-By nicht so viel. Aber die sind auch echt schnell. Weiß ich nicht. Vielleicht brauche ich da wieder mehr Übung. So, der ist auf jeden Fall Silber. Schön in die Lunge. Top. Finde ich gut. Also die letzten beiden Male, an denen ich Silver Ridge Peaks gespielt habe, habe ich tatsächlich immer ein Dia geschossen. Also beim letzten Mal war es ja das Great One Video, wo ich versucht habe, so ein bisschen die Great One Spots für Schwarzbären abzufarmen. Da habe ich ja dann den Dia Puma geschossen. Und davor war auch ein Stream, der, glaube ich, nicht zum Video wurde. Nee, ich glaube nicht. Da habe ich ein Dia, wie heißt das denn? Gabelbock. Genau, ein Dia-Gabelbock geschossen. Also vielleicht haben wir heute auch wieder Glück. Oder wir haben erstmal so ein bisschen das Dia-Glück auf der Map zerschossen. So, also das hier sieht nicht so gesund aus. Also hier würde ich mit meinem Zug nicht lang fahren. Hier entgleise ich ja. Vor allem, wenn man hier richtig Gas geben muss, um diese Anhöhe zu schaffen. Da gibst du richtig Gas, fährst hier hoch und dann entgleist du hier an der Stelle. Ja, das ist nicht optimal. Also ich mag ja diese Map sehr, sehr gern. Was sind denn eure Lieblingsmaps? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, ich würde mich freuen. Ein mythischer Puma. Und geschossen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, er rutscht langsam den Berg hinab. Obwohl, nee, jetzt ist er stehen geblieben. Ein goldener Puma. 37,8. Schönes Tier. In hellbraun. Doppellunge. Also hätte ich den Puma jetzt nicht zufällig gesehen, wäre ich wieder dran vorbeigelaufen. Weil, also es gab wieder gar keinen Warnruf. Nichts, gar nichts. Der hat mich irgendwie gar nicht bemerkt, hat mich voll ignoriert. Also ich muss sagen, hier oben im Südwesten der Map ist schon tote Hose, ne? Ist schon tote Hose. Hier ist irgendwie an Tieren nicht so viel los. Fein. Bedürfnisgebiet Puma, ruhend. Von 8.30 Uhr bis 17 Uhr. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So lange pennen die? Also, die sind eigentlich den ganzen Tag nur am Pennen. Sehr nice. Dreier Bock rausgeschossen aus der Herde. Richtiger Künstlerschuss schon wieder. Hier ist ein Schwarzbär auf der Flucht. So, schöner Bock, schöner Bock. Leider nur Silber, 326. 351 wäre Gold gewesen. Aber trotzdem schön Doppellunge. Schöner Treffer. Erschossen. Aber glaube ich nur ein Weibchen, ne? Ey, die Wapitis gehen mir hart auf den Sack hier. Verpisst euch.
Ja, bronzenes Weibchen. Schade. Aber schöner Herztreffer. Top. Treibt diese Gruppe Weibchen direkt schön vor mir her. Immer schön bergab, ne? Denk immer, das ist eine neue Gruppe, aber nee, das ist immer noch die alte, aus der ich da den Bock rausgeschossen habe. Übrigens streame ich auch auf Twitch. Und falls ihr euch das Ganze mal auf Twitch angucken wollt, der Link für meinen Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ihr dürft natürlich auch ein Follow da lassen. Erwischt. Auch erwischt. Top. Vierer Bergziege, Dreier Bergziege. Noch eine. Sehr gut. So. Das ist, glaube ich, die Vierer. Gold. 106,9. Oh, 107,6 ist Diamant. Oh, man. Aber trotzdem schön getroffen. Schönes Tier. Das ist die Dreier. In Silber. 79,6. Oh ja. Das ist die letzte Dreierziege, die ich heute geschossen habe. Auch Gold. 89,2. Ja, schön. Hellbraun. Top. Erwischt. Und schauen wir mal, was ich da alles getroffen habe. Tja, so wie es aussieht, habe ich nur zwei getroffen. Nee, drei. Ah, hier liegt noch eine. Schön. Aber es waren, glaube ich, alles Weibchen. Ja, silbernes Weibchen, 62,2. Ein nicht bewertetes Weibchen, weil ich kein lebenswichtiges Organ verletzt habe. Oh, okay, okay, okay. Cool, cool, cool. Schade. Und noch ein silbernes Weibchen mit einem Lungentreffer. In hellgrau. Schön. Ja, meine lieben Freunde, das war eine kleine, aber feine Runde Silver Ridge Peaks. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, die Map so ein bisschen zu erkunden. Ich war diesmal auch in Gegenden, wo nicht ganz so viel los war. Also es gibt deutlich belebtere Gegenden auf Silver Ridge Peaks als die, die ich heute bereist habe. Aber an sich habe ich die Map weiter aufgedeckt. Ich habe jetzt noch nicht jeden Punkt, jeden Aussichtspunkt erreicht. Einer fehlt mir noch. Ein paar Hütten fehlen mir noch, aber ja, kann man natürlich noch Material fürs nächste Mal. Ansonsten vergesst den Follow auf Twitch nicht, vergesst das Abo auf YouTube nicht. Ich bin mal wieder raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.